Hey, Hallo. so. Jetzt hast du wieder ein Pulli an, du. Ja, mittelwarm, mittelwarm. Also, Oder du auch? wie? Kannst so du, du auch? Ich würde das sagen, bei mir im Zimmer ist auch recht kalt. Ja. Aber dafür hast du einen bequemen Corona-Pulli an. Mega. Corona-Look. Ja, voll. Yes. Next guest. Hast du eine Idee, wie jedes Mal? Oh, jetzt habe ich mir gerade Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist jemand, der mal im Flow geschafft hat. Ja. Ein Minute oder so. Okay. Nein. Aber gell, ich lass mal die Person in und denk, siehst du, wer Hallo. hallo. Yes, schön. Hallo, Leander. Hallo. Yes. Jetzt höre ich dich ganz schlecht. Hörst du schlecht? Ah, jetzt ist gut. Jetzt ist Gut. gut. Ja. So gut. Ja, Ja, das letzte Mal habe ich dich gesehen vor etwa 2 Tagen online. oh, an dem Ding, weißt Ja, genau. du, ein Livestream? Du bist hin und schon, hast du Ich gesteckt, bin mal Leo. kurz der Blon gewesen, um Ja, als voll. Blon kurz zu schauen. Ja, cool, schön, hast du geschaut. Jawohl. Voll. Das ist gut. Ja, tipptopp, mal. Voll, ich Yes. kann es fragen, so weit. Ja. Cool. Was hast du jetzt in den Leandra? Über die Offene Jugendarbeit Ost und West haben wir so einen Livestream gemacht über Instagram. Nadia und ich, wo wir eigentlich so ein bisschen Fragen beantwortet haben und Interview gegeben haben, sozusagen. Ein bisschen von uns erzählt haben. Ja, Okay. genau. Ich habe vor der Donau gefragt, wer das Gefühl hat, wer kommt. Und dann hat er so gesagt, ja, ich glaube, jemand, der im Flow gearbeitet hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das kommt. Er hat dann gemeint, sei Sag wer, das habe ich gar nicht verstanden. der Menno. Ah, ja. Ah, das wäre natürlich auch cool gewesen. Aber jetzt bin ich halt. Bullshit. Bullshit. Ja, für alle, die Leandra nicht kennen, Leandra hat unsere Nachwuchsschule durchlaufen. Nein, sie war lange im Flow in der Betriebsgruppe. Und jetzt seit einem Jahr, oder? Noch nicht so lange nicht mehr. Ja, weißt du, 2018, 2019 bin ich dann, ja, ein bisschen mehr wie ein Jahr, hätte ich jetzt gesagt. Ein, zwei So. Jahre nicht mehr in der BG und hat soziale Arbeit studiert und ist jetzt die ausgebildete Sozialarbeiterin. Genau. Sie hat sich ein schlechtes Vorbild an mir genommen und an der Claudia und auch der Regen geschlagen. Genau, voll abgeschaut, sage ich euch. Yes. Und jetzt schaffen wir sogar im gleichen Laden. Genau. Schön. Du kannst gehen. Ja. Ja. Sie, die andere schafft ja auch in der Grabener. Also auch treu geblieben. Genau. Ja, Genau. voll. Hey. Ja, und bist du in dem Fall auch mutig, dass du gegen mich spielen Ja, ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe die Videos auch schon ein bisschen verfolgt. Ich glaube, du hast schon ein paar Geschenke bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein, ich habe erst ein Geschenk bekommen im Fall. Ach so? Ja, aber für die zweimal habe ich gewonnen. Ja. Das eine ist noch, ich weiß nicht, in Bearbeitung. Das vom Wert, nehme ich an. Ja, genau. Das hat auch einen weiteren Weg von Zürich dran, gell? Ja, das ist natürlich klar. Cool. Ja, sind wir gespannt. Cool. Ja. Cool. Auch, ich bin auch gespannt. Wenn ihr so jetzt hier an den Tag legt, ich habe keine Ahnung, ob ihr in dem Bereich stark sind. Es geht ums Reimen. Oh. Es Du als läuft. alte Rapperin. Was lernt ihr, oder was? Bist du Rapperin gewesen, oder was?
Wir weiß es nicht, vielleicht mal in einem anderen Leben. Nein, aber ich denke ganz sicher nicht. Wäre schön, dann hätte ich jetzt vielleicht einen kleinen Vorteil. Ja. Vielleicht hast du noch einen, der weiß mir nicht. Ich finde da der Arzt. Es ist so, ich werde euch einen Satz vorlesen. Und es ist so, dass zuerst der Donat anfängt. Dann müssen wir immer abwechslungsweise weiter Sätze reimen. Okay. Also es geht immer weiter, so? Genau, es geht immer weiter. Ja. Und wenn ihr mega lang braucht, dann gibt es bei mir auch irgendwann den Zonk. Also dann mache ich irgendwie ein Geräusch, keine Ahnung was. Die Person hat den. Okay. Und ich will einen ganzen Satz sagen, auf das, was der Dona gesagt hat. Genau. Okay. Wir machen einen kleinen Testlauf. Nein, wir machen keinen Testlauf mehr. Nein, wir sind so spontan, dass wir das schaffen oder hier. Also ich fange an. Donat, mach weiter. Heute möchte ich tanzen. Noch ganz schnell Frage. Muss ich jetzt dies wiederholen? Muss ich jetzt dies wiederholen oder einfach meinen Teil sagen? Dein Teil sagen. Okay, mit meinem dicken Ranzen. Okay, darin befinden sich ganz viele kleine Wanzen. Die würde ich gerne einstanzen. Kannst du aber nicht, sonst komme ich dich einpflanzen. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Kann sich einpflanzen. Und aus mir wird eine Pflanze. Ja, da ist verhängt. Wow. Yes. Voll gut. Lieber bin ich aber. Ein anderer. Übrigens, weißt du, was ich da vom Bert noch geschaut und du hast, Donat, du hast auf das Mal gesagt, wir hätten je zwei Punkte, wie haben wir je einen Punkt gehabt. Ach so. Aber egal. Also, aber immerhin ist es unentschieden und nicht jemand hat vier und jemand einen gehabt. Also. Was? Ja, immerhin ist es unentschieden und nicht jemand hat drei Punkte Vorsprung gehabt. Also. Ja, das stimmt. Dann ist das Endresultat noch ein bisschen aufbessern. Genau. Also gut, zunächst wird es morgen schön Wetter. Leandro. Oh. Wird morgen schön Wetter? Ui. Geh ich klettern? Seht da. Ja. Vor lauter Klettern wird geschmettert. Okay, wenn du... Was? Es zählt. Es zählt, ach nein. Es wird geschmettert. Oh no, ich weiß nicht, wann ich bis. Jetzt wird es. Ich habe ihn die Worte, jetzt hätte ich die Worte erfunden, glaube ich. Ja, leider. Ja. Hättest du noch ein Wort gewusst? Sorry, was? Hättest du noch eins gewusst? Ja, gar nicht über Leica, ich habe gewusst, du hast eh keine Chance. Schlecht. Ich bin ja selber so verwirrt, dass mein Teil angenommen worden ist. Also, 1-1 und jetzt gibt es noch das letzte und da ist nicht ein Reim, sondern da ist etwas anderes. Ich tue einen Oberbegriff nennen und dann, wenn du abwechslungsweise, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Auto, Marke, dann Panda 4x4, Mercedes, immer abwechslungsweise. Und jetzt rein vom Rhythmus her sicher nicht mehr so lange Pause wie vorher, aber da muss es schnell kommen. Das ist nicht so schwierig. Okay.
Donat, hast du noch eine Frage? Das, nicht. Das ist gut, jetzt haben wir es gecheckt. Wer fängt an? Du, Leandra. Okay. Okay, der Oberbegriff ist Hobbys. Hobbys, okay. Ah, ich fange gerade an. Klettere. Fußballspiele. Basketballspiele. Snowboarden. Tanzen. Musik lassen. Skifahren. Snowboard. Ah, da haben wir schon Bigfoot fahren. Schlittle. Slackline. Bouldere. Uni-Hockey spielen. Auflegen. Auf dem Spielplatz spielen. Pflanze. Ernte. Die Pflanze ernten. Bachen. Essen. Kochen. Rühren. Nein, das ist blöd. Kreideln. Au. Sendele. Häckele. Häckele, weißt du, Häckele? Ein kleines Häckele im Garten rumhäckele. Okay. Das ist eine lustige Vorstellung. Okay. Oh, jetzt hast du mich gerade aus dem Konzept gebracht. Aber ich weiss natürlich noch etwas, und zwar zeichnen. Lavalampen sammeln. Gedicht schreiben. Modelleisenbahn fahren. Putzle machen. Schreiberspitze. Lesen. Bücher sammeln. Stein sammeln. Kiste sammeln. Das Trinken mixen. So Limonade. Witze erfinden. Reimen. Gibt es auch irgendwann so einen Top alles erfüllt? Ja. Gut. Sirup machen. Yoga. Fernsehen schauen. Den Handstand üben. Schnorcheln. Okay. Ihr habt 50 nacheinander genannt, also ist unentschieden. Puh. Also ich habe keine Ahnung, ob es 50 gewesen sind davon. Ich kann gerade noch erzählen. Ja, das ist ganz erzählen. Wieder aus dem Hause, also ich habe gemerkt, okay, das ist irgendwie ein bisschen zu einfach, das Spiel, aber ja, es ist unentschieden. Und da heisst, mal in unserer Klaudon ist eben so, dass es unentschieden ist. Das sind meine Spiele und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass ich ja beide miteinander geschenkt habe. Yes. Yay! Das ist cool. Das finde ich cool, ja. Gut. Ich schicke da ein Häckchen zum Häckchen. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich muss nur noch auf meinem Balkon irgendwas hart zum Häckeln vielleicht. Ja, dann ja. Ich wollte ja noch nicht. Ich schicke noch einen Klumpen Erde. Der Lavalampe ist in der Lavasammlung. Ja, genau. Hallo, Leandra, du tust noch einen Applaus verdient. Ja, du auch. Wir beide. Wenn ihr noch wissen, wie es weitergeht auf dieser Platte. Ja. Kennen Sie die Stimme noch? Ja. Da am Laufen. Weißt du, wie? Beschrocken. Wieso bist du beschrocken? Ne? Betröst die 16 Franken kostet. Klibi und Caroline. Keine Ahnung, im Fall. Ich glaube nicht. Das ist der Schweizer Buchredner. Ah. Ja. Aus nur alte Platte. Ich habe niemals sie gefunden. Nein.
Leandra, wenn wir ja gerade bei den Hobbys sind, hast du ein neues Hobby seit? Ich muss sagen, ja, schon fast ein bisschen. Ja, nein, ein Hobby ist nicht. Aber ich habe mal ein Puzzle bestellt, weil ich von der HIS, jetzt wenn ich so viel daheim bin, wäre doch eigentlich cool. Jetzt bin ich an dem Putze dran, aber ich verzweifle fast, weil ich bin so blödsinn, von der, ja, ein Otter wäre doch herzig, weil ich habe so gerne Otter. Und das Tier besteht natürlich irgendwie aus drei Farben. Also, und die sind einfach alle Teile sehen genau gleich aus. Und das ist eine pure Verzweiflung. Es ist gar nicht so cool, wie ich denke. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich es noch und vielleicht auch nicht. Und sonst habe ich aber angefangen, mega viel so Rezepte auszuprobieren. Viel mehr so ein bisschen am Kochen und verrückte Sachen am Kochen. Ja, das ist noch meine Beschäftigung. Da kommt mir im Fall ein Sinn, klar, die hat so eine Rubrik mit Superkräften von dir. Ja. Und dein Otter kommt mir in Sinn, wir haben mal einen Ausflug gehabt miteinander und da haben wir so ein Spiel gespielt und ein Begriff von dir war die Otter-Rutschbahn oder so etwas. Das kann sehr gut sein, ja. Ich glaube irgendwie, dass die so eine Rutschbahn haben, wo sie ins Wasser rutschen und nachher dann auf dem Rücken schlafen oder irgend sowas, gell? Ja, korrekt. Ja, das stimmt. Otter bringe ich jedem, immer wenn wir das vierte Spiel spielen, Otter schreibe ich immer auf. Und eigentlich mega lange, weil alle wissen es mittlerweile. Aber ich finde es trotzdem immer wieder lustig. Also, ja. Rutscht ab und nachher schlafen. Ja, nein, es gibt aber es gibt so Otter-Streichel so oder so irgendwo. Da kannst du zum Beispiel das Handy heben vom Otter. Ich weiss auch nicht, wo der ist. Ich werde es mir auch nie erzählen, aber es ist trotzdem herzig. Und Otter sind halt auf dem Rücken schlafen im Wasser. Und dann heben das Handy, dass sie nicht voneinander wegtreiben. Nee. Das ist nur herzig, nicht? Ja. Ja. Nicht einfach so herzige, lustige Tiere. Aber jetzt sind auch meine Lieblingstiere. Ich könnte noch viel mehr erzählen. Es sind wirklich ganz viele lustige Sachen, die die machen. Was ich auch herzig finde, ist die Elefanten, die heben sich doch am Schwanz und am Rüssel. Das finde ich auch mega nett. Ja, voll, das stimmt. Ja. Mhm. Die sind auch herzig. Ja, aber gut, ich meine, wenn wir jetzt gerade bei den Supermärkten sind, wird der Supermarkt vom Steinmarder? Nein. Nein. Du, Donat, du hast immer so gute Inputs oder Ideen, wenn du mal mit dir meinst. Nein, Supermarkt von ihm kenne ich nicht. Okay. Ja, ich habe es noch lustig gefunden, weil der Steinmarder ist eigentlich der Breakdancer oder Breakdancerin von dir. Aber letztendlich darum, dass er der Hase ist hure flink und Steinmarder hat gern Hase zum Essen. Und dann führt vor einem Hase einen mega krassen Tanz auf. Also sie hüpfen hoch, sie machen Schlägen, sie legen sich am Boden, sie stellen sich so, speeden hin und her, dass der Hase nicht rauskommt. Und ich verstehe noch, dort steht und die machen es zack und dann. So geil. Krass, ja. Den Tod. Den Tod. Ja. Yes. Damit da ist in dem Fall sowieso das Maskottchen von unserem Breakdancer im Flohn. Da muss ich dort mal einbringen. Der Münder, ja. Voll, da wäre es krass. Yes. Man hat im Battle, außer der Haar weiß nichts vom Battle. Das ist unfair, aber. Ja. Ah, krass, aber ja nicht, was mir erstaunt ist, dass die Hesse essen. Sind die so gross? Gell, da habe ich mal auch. Cool. Marder? Ja. Nee. Also gut, ah. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich jetzt nicht so genau informiert und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gross das ein Steinmarder ist. Vielleicht ist der grösser als ein Marder, wo wir bei uns, wo bei uns Auto gehen. Vielleicht, keine Ahnung. Oder sie gehen nur auf Babyhase, weil ich darum noch umfährer wäre. Genau, wo gerade am Händchen eben sind. Ja, ja. Na, krass. Leandra, wir machen wie in der Grabhalle, sind ja schon irgendetwas am Planen, wie es weitergeht?
Oder wenn ja, sie... es ist jetzt, wir haben jetzt knapp vor einem Monat die letzte Sitzung in der Betriebsgruppe. Und dort war auch noch nicht so klar gewesen. Dort ist mal, ja, eben haben wir uns natürlich auch überlegt, wie alle anderen Kulturlokale in St. Gallen wahrscheinlich auch, ob man die Saison einfach gerade schon beenden jetzt schon, dass wir einfach mal Gewissheit haben. Aber da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil wir dann, ja gut, jetzt dann wird eh rauskommen, wie es weitergeht. Und darum haben wir mal noch ein bisschen gewartet. Und jetzt, ja, jetzt ist ja gestern beschlossen worden, so ein bisschen, wie es dann wieder losgeht. Und jetzt haben wir die nächste Woche die nächste Sitzung. Jetzt bin ich dann gespannt, ja. Aber vor der Sommerpause... Gut, aber da uns betrifft, wissen wir ja immer noch nicht, oder? Wie? Wir weiss nur mehr bei über 1000 Leuten. Ja. Alles zurück, da weiss man noch nicht. Voll. Da müssen wir jetzt mal schauen. Also ich nehme jetzt nicht an, ich persönlich, dass vor der Sommerpause nochmal aufgeht, habe ich das Gefühl. Ja. Also dann... Ja, Sportsommer dann wieder, September, Oktober, ja. Also Herbst. Aber mit Saison beenden haben die ja gemeint bis zum Sommer, schon nicht das ganze Jahr. Nein, bis zum Sommer. Aha, ja, schon gemeint, ich gesagt, also, nein, Ende Juni wäre Saison fertig, ja. Quasi, und dann ja, hätten wir eh 2 Monate geschlossen. Darum war es so, ja, ob wir überhaupt noch mal aufmachen sollen, vor dem Juni, ja. Ja. Mal schauen. Ja, wobei Restaurants dürfen die auftun. Nicht mehr zu wundern, wie es App funktioniert. Mhm. Auch relativ schwierig zum da sitzen. Mit den 2 Metern Abstand im Restaurant und sitzen. Aber ja, ich kann mir auch noch nicht so ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Also irgendwie. Ja, bin gespannt. Mhm. Voll. Ja, vor allem wirtschaftlich ist Frage, ob es läuft, oder? Ob du denn dein Personal zahlen kannst, wenn du so wenig Tisch kannst herstellen. Ja, und, ja, und ob Kurzarbeit gestartet wird, oder? Also ich meine, sehr viel. Ja. Ja, ich meine, es ist schon gut, werden die da mal, also wird sie da gelockt. Irgendwie immer langsam mit Normalität in die kommt. Ja, ja, ja. Voll. Ich glaube, sie hat sich dann zeigen, irgendwie. Ja, könnt alle ja noch nicht recht abschätzen, wie es denn wirklich ist, wenn sie da aufgeht. In der Theorie tun sie ja manchmal noch ein bisschen einfacher, wie es denn ist in der Praxis. Vielleicht muss man auch ein bisschen herausfinden in der nächsten Zeit. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Cool. Hey, gestern massiv Glück gehabt. Ich bin von mir daheim losgefahren mit dem Velo. Und ich muss gleich dazu sagen, meine Frau nicht mehr so gut tun. Ja, und ich frage, löst es mir die Uhr und der Bremse. Und ich bin einfach so ein netter Gleis, macht es irgendwie auf ich normal noch, macht es einfach beide Dinge so zack zu und dann ich. Und ich habe mit US-Bremse, so wie beim Skateboard. Ja, etwa 30 Meter braucht sicher zum Autos hinten dran. Alle Alte, hey, ja, so Glück kann man. Boah, wie krass, Sir, das klingt heftig. Ja. Komm, ist der Rücken wieder gut? Machst du ein gefährliches Zeug, hä? Ja. Und sie hat ja gesagt, Claudia. Und ja gesagt, man soll keine gefährliche Hobbys machen in dieser Zeit. Ja, genau. Aber ich habe nicht gewusst, dass da, ja. Da dazu gehört, ja, krass. Ja. Mhm. Ja, ja, wir haben schon lange nicht mehr gefährlich gemacht, nicht so zeigst. Ich weiß gerade auch nicht. Bist du immer daheim? Ja, einfach nicht so viel unterwegs, ja. Also ja. Wenn, dann nur also mit dem Velo, aber für mein Velo totbremst. ja, also eine Zeit lang habe ich angefangen üben skaten. Und mit meinen Fähigkeiten heisst das, dass da schon etwas recht Gefährliches ist. dort hat es mich schon immer wieder mal umgenommen oder so. Ja, aber ich bin schon, ja, ich bin jetzt auch nicht irgendwie go, keine Ahnung, mit dem Velo Stecken durchfahren oder so. jetzt kommt mir gerade in den Sinn. Mir hat es für letztes Mal so fest auf den Latz gehauen, wirklich. Obwohl ich absolut gar nichts Gefährliches gemacht habe. Ich war eigentlich nur am Laufen.
weil ja eigentlich mega nicht gefährlich ist. Es ist nicht mal irgendwo auf einer Straße, da weiss ich überhaupt. Es hätte eigentlich nichts passieren können. Und dann ist aber am Boden, können da, wenn er so eine Karte und Schachtel, wo zum Beispiel Druckerpapier drin hat oder so, hat doch außen so ein Plastikbänder. Weißt du, was ich meine? Und du hast ihn am Boden gelegt. Und ich laufe und ich habe einen mega schweren Rucksack, weil ich dort noch Bachelorarbeit am Schreiben war und auch viele Bücher dabei gehabt. Und dann habe ich da sogar noch angeschaut und habe mich blöderweise irgendwie da drin verfangen. Und es hat mich so heftig auf die Schnauze genommen. Ich habe einfach Löcher in der Hose gehabt, das hat so wehtun. Okay. Und ich habe gerade einer sofort die Füße gehabt. Und sie hat mir so am Boden geschaut, ganz verschrocken, und ist wieder gelaufen und denkt, ah, danke. Das ist, so bisschen, das ist, glaube ich, fast das Verrückteste, was mir in letzter Zeit so passiert ist. Aber bist du nicht gerade voll schnell aufgestanden, dass du als Lernerin gewesen? Nein, bei gar nicht. Ich habe gar nicht können. Es ist so bitter. Ich bin wirklich einfach flach runtergesetzt, der schwer Rucksack hinten drauf. Und es hat mir wirklich vom Kopf bis vorhin alles wehtun. Ich bin noch so nicht gelegen, so, aua. Ich bin dann aufgesessen. Ich bin wirklich zuerst irgendwie noch 10 Sekunden einfach am Boden gesessen. Aber ich musste wieder sammeln. Und ich bin kaum noch aufgekommen, weil ich so einen schweren Rucksack hatte. Nein, ich habe es schon. Eine Szene ist es gewesen. Oh, shit. Ich habe es überlebt, das ist alles gut. Aber das ist der Moment. Der Moment, wo du so etwas passiert, wie du jetzt gerade stehst. Wo du einfach aufstehst und voll. So, wäre nichts passiert. Ja, voll. Das ist mir auch das letzte Mal, wo ich mit dem Skateboard umgekehrt bin, ist mir das so gegangen. Ich bin gerade bei der Südbahn durchgefahren. Ja. Und dann bin ich mir so ein dummes, also einfach umgekehrt. Und dann auch gerade wieder aufgestanden, weitergefahren, so du als wäre nichts. Und nachgemerkt, hast du mit den eigenen Händen immer hure weh. So. Aber im Moment nur so, niemand darf es merken. Ja, voll. Ja, ist auch so der natürliche Reflex irgendwie. Aber in dem Moment, ich habe überhaupt nicht können. Ich habe nicht gewusst, wie ich aufstehen soll. Ich habe nicht gecheckt, was gerade überhaupt passiert. Das ist so völlig Blackout gerade im Moment. Du hast jetzt ein bisschen wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. Mit ja, nein, eher auf dem Bauch eigentlich. Ah, okay. Also wirklich halt flach, wie ein Pinguin, der sich irgendwie einfach blöd verhaut. Okay. Und vorne rausgetatscht. Und dann bin ich einfach zuerst mal so ja, sitzen geblieben. Ja, oh Mann. Das war in der Ferien, in einem Sportlager. Und nachher ist die, die gekocht hat, mit mir von Dinero auf Bano mit den Inlines geht. Und die haben nicht voll gut können. Aber ja, sie hat es so mehr oder weniger probiert. Und nachher sind wir auch irgendwie auf Lugano gekommen. Und dort sind wir noch kurz den Hügel drauf und dann hat, ich weiß nicht, etwa 20 Meter hat sie den Rad fahren so. Und ich so zurück, sie soll die ganze Straße nutzen, sie soll schon so Kurven machen, damit sie nicht schnell. Und ich habe hinten gewartet, da siehst du so, wie sie auch sehr so kleine Kurven, immer mehr, immer schneller, immer oh, etwa 30 oder 40 Leute, die so gerichtet zum See am Käfer. Oh Scheiße. Und wieder aufgestellt. Also weißt du, aufgestellt, zack davon. Aber das ist so ein Reflex und einfach machst du auch die Hose voll verrückt und alles einfach weg. So gut. So war das Szenario irgendwie, aber da wird nicht mit dir leben. Cool. Oh mein Gott. Ja, hey, cool zu sein, Leandra. Schön bist du ja. Schön, ja. Dass wir dabei sein. Ja. Echt lustig gewesen. Cool, danke vielmals. Nicht mal wieder ach, mal gesehen mal... hast. Sorry? Schön, dass du mal wieder mal gesehen hast. Ja, sehr. Macht's gut. Ja, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, mit dran. Ja, noch der Abspann laufen.